Ja, ich bin's nochmal. Und vielleicht können Sie sich ja denken, warum ich wieder hier bin. Ich wollte doch mal gucken, ob noch was dazugekommen ist. Und dafür gehe ich mal kurz in die Tonne rein und gucke, was ich da finde. Vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn gleich kommt ja der Hauptgang und da die Tiere ja auch so Naturalien mögen, könnt ihr einfach so ein bisschen davon auf Seite legen. Passt das schon. Jetzt erzähle ich Ihnen noch kurz vom Schicksal des 18. Schafes und dafür können Sie Ihre Taschentücher aber gleich schon mal auspacken. Vor ein paar Jahren war ich mit ein paar Tankstellenkollegen auf Fortbildung in Nepal. Beim Bergsteigen bin ich da abgestürzt, so ein paar hundert Meter tief und richtig böse aufgeschlagen. Aber Gott sei Dank nicht auf dem Boden, sondern auf dem Schaf da. Das hat dann auch nicht mehr viel dazu gesagt und sah so ähnlich aus wie jetzt. Das hat mich dann sehr betroffen gemacht und seitdem wird mich mein Leben den letzten 17 Tieren. Und zum Gedenken an das 18. komme ich jetzt raus und mache die zweite vor uns. Und da sitzt so, jetzt bräuchte ich kurz mal einen Helfer von Ihnen. Anker! Und nee, und auf Kölsch würde ich sagen, das müsste so eine richtige Brunner sein. Also so ein Fundament, so ein Gegengewicht wäre schön. Und jetzt komme ich mal zu Ihnen und gucke, ob ich da was Geeignetes finde. Ja, es kommen meistens so desinteressierte Blicke an mir vorbei. Ja, ich hätte mir auch mehr versprochen. Kriegen Sie nichts zu essen hier? Entschuldigung, wenn ich jetzt einfach, Sie sitzen so ungeschickt. Also Sie haben nicht annähernd die Figur, die ich mir vorgestellt habe, aber würden Sie mir trotzdem weiterhelfen? Das wäre total nett. Ist auch nicht, ich behandle Sie auch nicht böse. Dann verspreche ich Ihnen. Marcel, geht darum. Ich turne jetzt auf der Tonne rum, bin aber schon zweimal richtig böse abgestürzt. Und das ist natürlich schon mal passiert. Wäre schön, wenn Sie die festhalten könnten. Marcel, ich mache Ihnen noch kurz vor. Sie können sich so hier auf das 18. setzen, sich so an die Tonne ankuscheln und freuen sich nach vorne lächeln. Wollen Sie mal probieren? Das sieht super aus. Marcel, haben Sie vor Erfahrung? So, Marcel, ich mache noch kurze Aufwärmung. Laufen Sie nicht weg, aber ich bin sofort wieder bei Ihnen. Habe ich Sie bis aber? So Marcel, der Trick ist so ein bisschen heikel. Ich muss jetzt den Fuß in die Hand nehmen und soll nicht auf Sie draufkippen. Also nach den Erfahrungen der letzten Wochen würde ich so 50-50 sein. Die anderen, lang habe ich den Fuß nie in der Hand. Wenn ich ihn habe, dann können Sie ganz schnell klatschen. Marcel, das ist heute kein guter Tag. Ich glaube, Sie wissen nicht, was Sie tun. So,
So, jetzt müsste der Hand schon kommen. Können Sie sich vorstellen, warum ich letzte Woche in den Sopran gewechselt bin? Aber Entschuldigung, dass ich Sie nochmal störe. Der Zeiger hat sich verändert hier. Kommen Sie da dran? Ja, ja, oh, danke schön. Ich muss so einen Handschuh schaffen. Hoppala. So, was denn? Ich komme noch ein kleines Stückchen zu Ihnen rüber. Aber das muss ich nicht weiter beunruhigen. Das ist auch so 50-50, würde ich sagen. Hoppala. Aber ich muss die Hände ganz wegnehmen und soll nicht hinfallen dabei. Und wenn das diesmal gelingt, dann können Sie mal so richtig auf sich rausgehen. Das jetzt für einen Moment nicht so ästhetisch. Aber da müssen Sie durch. Auch fertig und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.